Shimizu-san mit dem Adventskalender in der Hand. Wir haben hier in der Show und Manu-chan natürlich auch über Weihnachten schon gesprochen. Es naht, die Kalendertürchen, die werden immer weniger. Und dementsprechend ist es auch spannend, was der Markt macht. Und bevor ich gleich Shimizu-san befragen werde, Manu-chan natürlich ebenfalls, wollen wir mal kurz gucken, was der Dow Jones macht aktuell. Das ist der Index, das ist also der Stand von gestern. Und wir sehen, er hängt jetzt hier so zwischen den Widerständen fest. Ich weiß gar nicht, ob man das so genau erkennen kann, aber selber mal drauf gucken. Es ist so ein bisschen Widerstandszone da oben und wir müssen damit rechnen, dass da auch nicht so viel passiert. Hier sieht man schon, wie lustlos eigentlich der Markt unterwegs ist. Er ist leicht fallend unterwegs gewesen, also insofern nicht wirklich mit Drama-Modus, ja, aber eben auch nicht mehr wirklich spannend nach oben. Dementsprechend, wenn, dann würde ich eher erwarten, dass wir vielleicht noch Chancen nach oben haben, aber jeder Bruch auf der Unterseite kann dann irgendwas triggern, wo man sagt, oh Gott, ich nehme es nochmal schnell mit, wer weiß, was da noch passiert. Also insofern ein bisschen Vorsicht ist da auf jeden Fall angebracht auf das, was da heute noch kommt. Was heute noch kommt, das werden wir gleich Shimizu-san fragen. Manu-chan werde ich auch noch mal kurz vorstellen, denn an dieser Stelle wird es das letzte Mal sein, dass wir hier zusammenkommen. Nächste Woche, nämlich an Weihnachtstag, werden wir hier zwar noch mal zusammen eine Show machen, aber das wird Manu-chans letztes Mal sein tatsächlich. Also sie wird zukünftig nicht mehr mit von der Partie sein hier. Sie muss uns leider verlassen, weil sie sich selbstständig macht und dementsprechend gar keine Zeit mehr hier hat. Wir werden dich vermissen, Manu-chan. Nee. Okay. Was auch immer, sie hat keinen Ton verstanden. Aber ich frage jetzt mal Shimizu-san, was er beizutragen hat. Denn er hat ja immer ganz tolle Ideen. Shimizu-san, what is most important for you today? We have 1 week to go until the Christmas. And, well, I know you are taking a Christmas Day holiday. We are on the air on that day. Just remember. So, you know, market is kind of trying to close up on the week. Today, not too much of events that are scheduled. But after, can you take a shot of this? At this point, I am looking at a... there we go. I am looking at the Federal Express, FedEx. Down at this moment, 12.15, about 7.5%, 151.10. And this is, well, they announced their second quarter until end of November quarter earning report. And they have their numbers for their second quarter were kind of disappointing for the market. And also, they have reduced fiscal year 2020 concludes in May 2020. Their earning expectation lower twice in a row. Fourth Ooh. Time in 1999. Whoa. So that's mean every single quarter they have reduced their earning expectation. And here is one of the things that might be a lifetime lesson to you. Obviously, FedEx's biggest client was Amazon. And now Amazon carries, well, they have a lot of fleet airplanes, and they have ground delivery capabilities. So what it is because is that their best customer turned around, became biggest rival. And, you know, this is like 3 years after you get married. You thought this was like your lifetime partner and you share every secret. She turns around. And she knows exactly your next move. And she becomes the biggest threat on your life. So, I guess... It's normal marriage, I guess. Yeah, well, so, I guess it is important to have, like, your colleagues, your allies in your life. But at the same time, you have to think about... Spend 5% of your time, I guess, thinking about what if... What if your biggest clients turn around and become the biggest rival? And this is happening exactly. Market is really punishing FedEx at this point. So perfect. Yes. It's a good example. I have to translate this now. Okay. But I will come back. Good luck. I'm trying hard. Also erstmal sagte er ganz ganz wichtig heute. Ist FedEx auf dem Plan, amerikanische Aktie über, naja, jeder kennt Fed,
die FedEx. Also insofern wichtig, nicht die Federal Reserve Bank, sondern FedEx als der Lieferant von Amazon-Produkten. Und deshalb ging es Amazon, nein, andersrum, Fed sehr, sehr gut die ganze Zeit, aber jetzt die letzten zwei Quartale sind die Erwartungen deutlich gesenkt worden, deutlich wohl gesenkt worden. Der Kurs ist um 7% eingebrochen. Das ist schon was. Das sieht schon ziemlich heftig aus. Warum? Weil Amazon immer mehr zum Rivalen wird. Man kennt die Geheimnisse und er sagt, es ist ein bisschen wie eine Ehe. Wenn man verheiratet ist nach 2-3 Jahren, dann kennt man sich und dann weiß der Partner genau, was als nächstes ansteht und das kann gefährlich sein. Deshalb immer wichtig, ein bisschen mitdenken, was könnte man tun, wenn es denn passiert tatsächlich. Das hat FedEx offensichtlich nicht getan, denn auf jeden Fall geht es bei denen im Moment bergab und dementsprechend der Kurs deutlich eingebrochen. Er sagte, eine Lektion fürs Leben. Ja, ansonsten kann man eigentlich sagen, heute ist noch der Ölmarktbericht um 16.30 Uhr auf dem Plan. Ansonsten nicht mehr viel Datentechnisches für heute zumindest zu erwarten. Vor Weihnachten nimmt das deutlich ab. Freitag ist ja sowieso Verfallstag. Nein, Carter. He's happy. I have to show this. Oh. Der Grund, warum er gerade gelacht hat. Es ist crazy. Sagen wir es mal so. Okay, wir kommen zum Schlussbild. Noch ein letztes Mal mit Manu-chan. Hi. Und euch allen alles Gute, einen wunderbaren Tag. Bye, bye. Bye, bye.